Willst du nicht nach Hause fahren? Wieso? Niemand ist zu Hause, außer dem Koch, dem Butler, dem Gärtner. Ach ja, und dem Typ, der die Kresse schneidet. Und mit dem redest du nicht, nicht wahr? Ich komme mir dann immer komisch vor. Wieso kommst du nicht mit ins Moon Beach? Nun, technisch gesehen ist das besser, als wenn man allein ist. Was? Außerdem habe ich einen Wahnsinnshunger. Mir ist er vergangen. Hallo? Wir haben geschlossen. Oh, hi. Ich war gerade in der Gegend und habe gedacht, ich schau mal vorbei. Haben Sie dir vielleicht deine Radkappen gestohlen? Cooles Motorrad. Danke. Es ist eine 250er. Aha. Genauso eine fährt Mike LaRocco, nicht? Du weißt, wer Mike LaRocco ist? Aber klar, ich bin einer von seinen Fans. Wirklich? Was weißt du noch über ihn? Oh, naja, ich weiß, dass er eine 250er fährt, dass er der nationale MX-Champion ist und, habe ich schon erwähnt, dass sein Vorname Mike ist? Okay, möglicherweise bin ich keine Expertin im Motocross. Worin bist du denn sonst Expertin? Nun, ich mag fremde Menschen gern. Ja, ich auch. Flirtest du etwa mit mir? Ich bin hier, in meiner Garage, arbeite an meinem Motorrad. Und du kommst her, um mich zu sehen. Also habe ich angefangen? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich habe kein Benzin mehr. Ich wollte nichts weiter als tanken. Und dir ein bisschen Schmiere holen. Was? Oh. Ja, warte, ich mach das schon. Weißt du schon, was du essen willst? Nein, und du? Und dann hat Lee mir deutlich gemacht, dass meine Beziehung zu John nichts weiter als eine weitere selbstzerstörerische Tendenz ist. Für einen Masseur weiß er wirklich sehr viel. Tot, dieser Käse ist wirklich hervorragend. Wieso bestellst du dir denn nicht welche? Ach, ich bin nicht mehr so hungrig. Komisch, das kann ich nicht von mir sagen. Warte, ich bestell dir noch welche, ich komme gleich wieder. Bring mich weg von hier. Komm schon, Totzi ist einsam, ihr Freund hat gerade mit ihr Schluss gemacht. Hast du dich schon mal gefragt, wieso? Sie braucht Freunde. Doch, die sollten taub sein. Sei bitte nicht unhöflich, wir werden das Abendessen durchstehen und danach gehen wir ins Kino. Ich mache später wieder gut. Darf ich euch zwei sagen, dass dies ein wundervoller Abend für mich ist? Ach, schön. Ich hätte nie geglaubt, dass Essen mit euch so toll ist. Ich auch nicht. Ihr zwei seid hervorragende Zuhörer. Wenn ich mit Jess weggehe, ist es immer nur sie, sie und sie. Ich meine, wer will schon jemandem zuhören, der immer nur von sich spricht? Ich weiß noch, wie es war, als wir beide in die vierte Klasse gingen. Die Rechnung, bitte, 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 bitte. Ja. Weißt du, wir zwei wollten uns noch den Film Schlaflos in Seattle ansehen. Oh, ich verstehe. Ein romantischer Film, ihr zwei allein. Ja. Genau. Keine Sorge, nur weil ich gerade verlassen worden bin, werde ich nicht anfangen zu heulen, wenn ich mir mit euch einen romantischen Film ansehe. Hey, Todd, was ist? Na, bist du schon...